Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Günther Hede. Du hast ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben und die Methode, über die wir reden, heißt Matrix in Form. Es geht um Quantenheilung im weitesten Sinne und wir wollen ein bisschen gucken erstmal, was passiert da und kann man selber was damit anfangen? Kann man das selber lernen? Wie hat das bei dir angefangen? Das geht ja schon ein paar Jahre zurück, dass du das aus Amerika entdeckt hast oder? Ja gut, der ganze Weg, den ich gegangen bin, der ist schon länger her. Ich werde ganz oft gefragt, wie kommt man dazu überhaupt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich komme ja aus dem Urberuf heraus, aus der Technik und ein Techniker glaubt nichts und jetzt beschäftige ich mich mit Energien oder mit Energiearbeit. Bei mir war es der Grund, dass ich in relativ jungen Jahren erkrankt bin und dann diesen ganzen schulmedizinischen Weg gegangen bin mit vielen Operationen. Und dann aber irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich für mich wahrnehmen durfte, es ist ja mein Leben, ich kann es nicht in die Verantwortung der Ärzte geben. Dann haben wir angefangen umzudenken und schrittweise Erfahrungsheilkunde-Sachen gemacht. Und letztendlich dann sind wir 2008 auf diese Energiearbeit gestoßen, die wir jetzt mittlerweile dann auch seit dieser Zeit in Seminaren mit anbieten. Und ein wichtiges Ziel an der ganzen Geschichte war immer eins gewesen. Ich bin über 30 Jahre sehr oft bei Therapeuten gewesen. Immer wieder mit viel Zeit, mit viel Geld, weil die Kassen ja nicht alles übernehmen. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal eine Methode finde, wo man in der Lage ist, viel für sich selber zu tun, dann werde ich die propagieren und werde die an die Menschen heranbringen, damit man in erster Linie mal frei wird, also von dieser ganzen Zwangmaßnahme und in zweiter Linie, wenn man dann wirklich einen Therapeut braucht, dass man dann nicht an der Oberfläche erstmal alles aufräumen muss, sondern zielgerichtet arbeiten kann. Und da hilft uns Matrix in Form. Unwahrscheinlich mit. Und ein Thema davon, das hast du eigentlich auch schon angesprochen, ist die Selbstermächtigung. Da hast du ein eigenes Büchlein auch zugeschrieben. Ist hierbei bewusst ich auch immer uns wichtig, dass wir sagen, die Zuschauer sollen nicht zu dem oder dem rennen oder zum Arzt. Ja. Und auch wenn sie auf der Suche sind, eigentlich gucken, was ist mein Anteil daran? Ja. Und dann wirklich auch die Ermächtigung übernehmen zu sagen, das ist meine Gesundheit oder meine Krankheit jetzt in diesem Augenblick. Jetzt gucke ich, wo kommt das her, wo kann es herkommen? Nun ist ja Quantenheilung ein weites Feld. Es fängt ja damit an, dass man im Grunde sagt, alles hängt irgendwie energetisch zusammen. Ja. Und kann das jeder lernen? Bist du da besonders talentiert, dass du sagst, ich kann die Energien jetzt spüren oder so? Oder ist das etwas, wo du sagst, das kann man lernen und das kann auch der Zuschauer, wenn er es will, kann das auch lernen? Also ich bin kein Naturtalent. Wir haben mittlerweile über die Jahre hinweg schon Naturtalente in den Kursen gehabt, aber wir haben uns es alles durch Übung, wenn man so will, erarbeitet. Man muss mal wissen, wie man es kann. Man braucht ein paar Tricks in der Anfangsphase dazu, damit es leicht geht, weil der entscheidende Faktor bei der Umsetzung ist, dass man für einen kurzen Moment nichts denkt. Und dieses Nichtsdenken ist die Herausforderung in unserer Zeit, weil wir ja permanent denken. Also es geht ja eigentlich nichts rum ohne. Und das zu erlernen, wie kann ich kurzzeitig mental loslassen, beziehungsweise wie schaffe ich es, dass ich wie eine Gedankenlüge erzeuge. Das ist die Herausforderung und die kann man aber üben. Und in dem Moment, wo man das mal drauf hat, sind alle Varianten da, die es gibt. Und man kann dann aufbauend viel mit sich selber tun. Wir reden dann immer von Transformation. Transformation heißt nichts anderes wie Umwandlung. Mhm. Und wenn man mit der Zwei-Punkt-Methode arbeitet, ich mache gerne ein praktisches Beispiel. Nehmen wir an, wir sind jetzt hier in dem Raum, im Studio hier. Und wenn wir eine Weile hier drinnen sind, dann wird die Luft verbraucht, also die Luft wird dick. Und wenn ich die Luft austauschen möchte, mache ich ein Fenster auf und eine Tür auf, damit hier wieder frische Luft reinkommt und das Ganze transformiert wird. Okay. So. Wenn ich das jetzt übertrage auf einen Menschen, dann hat er ein eigenes Energiefeld. Dieses Energiefeld verdichtet sich, warum auch immer, Kraft der Gedanken, Kraft der Gefühle, Kraft dessen, was auf uns eindringt. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, eine Gedankenlüge zu erzeugen, dann mache ich das Fenster auf. Und dieses dann einfließende Energie transformiert diese verdichteten Strukturen und löst im Prinzip viele der Alltagsthemen schon mal auf. Also ich habe sozusagen in meinem Energiefeld ganz viel Zeug drin, wie eine verbrauchte Luft, also alles, was ich aufgenommen habe, wie ich jetzt hergekommen bin. Und Glaubenssätze, oder Überzeugung. Oder auch beim Autofahren dann über die Ampel oder über die Straße gehen oder alte Sachen. Ja. Da ist also ganz vieles an Müll drin, was ich eigentlich gar nicht brauche.
Was wir gar nicht wissen, das ist es. Ja, also es fängt ja im Prinzip in der Schwangerschaft an, dass die Mama die Ängste überträgt, die Sorgen, die Zweifel, was so im Alltag umgeht, geht dann über die eigene Entwicklung weiter, von Kind auf, Verhaltensregeln, Konditionierung, Glaubenssätze, Ängste und so weiter. Schule, was man so alles eingetrichtert kriegt, was angeblich richtig oder falsch sein soll. Und das prägt uns. Und diese Prägungen sind energetische Verdichtungen. Und die wiederum wirken sich in unserem Verhalten aus. Das heißt also, das, was ich als Energie in mir trage, strahle ich aus. Das, was ich ausstrahle, bringe ich in meinem Umfeld in Resonanz. Und was ich in Resonanz bringe, ziehe ich an. Das heißt, bin ich immer negativ drauf? Bin ich also jemand, der sich gern mit negativen Nachrichten beschäftigt, der immer über Krankheit redet oder was sonst noch alles, über Mangeldenken, kein Geld im Geldbeutel und so weiter? Dann habe ich das als Energiestruktur angelegt, strahle ich aus. Und darf mich nicht wundern, wenn mein Umfeld so ist. Das heißt also Mangeldenken, Krankheitsdenken, Ärger, Stress und so weiter. Fangen wir an, diese energetischen Verdichtungen zu transformieren, also umzuwandeln, dann verändert sich unser Energiefeld, dann strahlen wir was anderes aus und dann ziehen wir was anderes an und damit verändern wir unser Leben. Und das kann jeder am besten bei sich selber tun. So. Aber das klingt jetzt erstmal leicht, im Prinzip ist es so, aber wir wissen beide, dass man jahrelang, manchmal jahrzehntelang oder fast ein ganzes Leben an Themen arbeiten kann. Ja. Das Thema Geld gesagt, Krankheiten ist natürlich auch sowas, wenn man so ältere Leute zusammensitzen sieht und dann sagen, ich habe hier und da, ja, ich hatte auch schon die Operation und mein Arzt sagt da und jeder prahlt dann mit dem, was er alles hat und wo es ihm schlecht geht. Und das wird schlimmer dann, ja. Ja, dass das natürlich nicht ideal ist, um dann gesund zu werden, ist klar. Ja. Geld ist auch so ein Thema, da sagt es sich leicht, denk mal nicht, dass du arm bist, sondern befreie dich mal von dem Gedanken. Kommt man manchmal ewig. Wie geht man denn da jetzt ran? Oder? Ja gut, zum einen muss man für sich erstmal erkennen, dass man eigene Widerstände hat. Okay. Dass man in sich Glaubenssätze hat, es ist nicht leicht, Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ja. Oder wer viel Geld hat, ist ein Betrüger. Ja. Also so ganz lapidare Dinge. Hat man vielleicht mal mitgekriegt. Aber ich gehe mal einen ganzen Schritt weiter. Was die meisten Leute überhaupt nicht wissen, Worte wirken. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und Geld bezeichne als Mäuse, als Schotter, als Kohle oder was auch immer, dann verbinde ich mich nicht mit dem Energiefeld Geld. Dann verbinde ich mich mit dem Energiefeld der Mäuse, des Schotters oder des Kies. Ja. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich kein Geld bekomme. Aber die Mäuse nachher in der Küche rumlaufen. Zum Beispiel. Okay. Also es ist so ganz einfach gestrickt, um mal zu sagen, wie sind wir selber veranlagt, beziehungsweise was machen wir alltäglich unwissentlich und erzeugen dadurch Mangel. Oder in irgendeiner Form auch Krankheit. Jetzt oder wächst bei mir Moos im Rasen. Das heißt also, wenn ich immer so sage, ich hätte gern mehr Moos. Dann kriegst du Moos. Okay. Genau, dann kriegst du mehr Moos. Das hängt einfach damit zusammen. Ich mache auch hier mal ein praktisches Beispiel. Wenn ich Online-Banking mache, dann habe ich einen Zugangscode. Ja. So, und wenn ich den nicht richtig eingebe, dann komme ich nicht auf mein Potenzialkonto. Dann kann ich also nicht auf meine Reserven zurückgreifen. Mhm. Wenn ich energetisch denke und sage, Geld ist ein Feld, ein Energiefeld, dann brauche ich einen Zugang dazu. Und das ist das Wort Geld oder Euro. Und nicht D-Mark und nicht Dollar für uns, sondern Geld oder Euro. Und nicht Mäuse, Schotter oder sonst irgendetwas. Und die meisten Leute, kann man im Fernsehen hören, kann man überall hören, die reden von Kohle oder von allem Möglichen. Moos und wissen eigentlich gar nicht, dass sie sich selber auf diese Art schon im Weg stehen, wenn es ums Geldverdienen geht. Und das kann man übertragen auf alles andere auch. Wenn ich also immer mal von Krankheiten rede, dann bin ich mit Feldern der Krankheit verbunden. Wenn ich immer von irgendwelchen Stresssituationen oder sagen wir mal Überarbeitung rede, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich immer so viel Arbeit habe, dass ich kaum noch Luft holen kann oder so. Sind das teilweise vielleicht auch sehr alte Sachen, die wir vielleicht sogar in früheren Leben, was weiß ich, Armutsgelübde mal in einer Inkarnation irgendwo als keine Ahnung, wo ich in der Kutte rumgelaufen bin, habe gesagt, Jesus war arm, also muss ich auch arm sein. Und nicht nur alleine das. Noch bis heute? Ja. Gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Was, wenn es um Versprechen, Schwüre, Eide und Gelübde geht, weil du gerade jetzt dieses vielleicht in der Kutte früher mal Mönch oder Nonne gewesen, dann legst Keuchheitsgelübde. Ja, auch. Gehört genauso dazu. Dann legst du ein Gelübde ab. Oder man verlangt von dir, dass du ein Gelübde ablegst. Okay. So muss man es ja eigentlich richtig formulieren. Was dann unterm Strich aber bedeutet, du gibst einen einseitigen Seelenvertrag. Okay. Dieser einseitige Seelenvertrag, und das ist das größte Übel überhaupt, ist für alle Zeit geschlossen, weil du ihn freiwillig
laut aussprechen tust und damit deine Seele bindest. Ja. Die Gegenseite macht nichts. Du gibst ihr. Ich hab's gemacht. Du hast es gemacht. Ja. Und jetzt kommt aber die schöne Nachricht. Und das ist das, was man uns wiederum nicht gesagt hat. Alles, was ich einseitig pflege und abgebe, kann ich auch einseitig wieder lösen. Ich kann mich also mit der Kraft meiner Worte, mit der Kraft meiner Ausrichtung von allen alten Versprechen, Schwüren, Eide und Gelübde lösen und damit wieder frei werden. Das gehört ums Keuschheitsgelübde, das geht ums Armutsgelübde, das geht um die Fahneneide, die man beim Militär ablegt. Das geht aber auch um das banale Versprechen, banal ist jetzt das falsche Wort, aber auf dem Totenbett, ja, bitte kümmere dich um. Ja. Ja, solange du lebst. Oder ich bin immer für dich da. Mhm. Ja, ich werde dich nie verlassen. Das sind alles so zeitlich unbegrenzte Versprechen, die aber erst dann gelöst sind, wenn ich sie wieder auflöse. Nie heißt unendlich. Ja. Und wenn wir mehrere Inkarnationen leben, haben wir dieses Versprechen ja, definitiv immer dabei. Ja, und dann wundern sich die Leute, dass sie aus der Bindung nicht rauskommen oder dass sie nicht auf den grünen Zweig kommen, wenn es ums Geld geht oder so. Das sind Hintergründe ohne Ende. Das haben wir jetzt in diesem Büchlein Selbstermächtigung sehr deutlich geschrieben, weil wir uns ja innerhalb der Familie verpflichten, wir verpflichten uns innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Religion, wir verpflichten uns im Bereich der Gesundheit, wir geben überall die Verantwortung ab und überall im Prinzip müssen wir erstmal wieder die Eigenverantwortung übernehmen und dann können wir aufgrund der Freiheit wieder selbst entscheiden und können dann neue Wege gehen, ohne diese Bindungen zu haben. Okay, ich habe ja nun auch schon ein bisschen erlebt, einmal was du gemacht hast, dann war jemand bei mir, der eben auch diese Methode bei dir gelernt hat und wo bei mir, glaube ich, auch einiges passiert ist. Das heißt, ich glaube, ich kann rückblickend sagen, dass so einiges abgefallen ist an Ballast, wie auch immer. Okay. Auch diese ganzen Themen wurden ja gesehen und das ist aber schon ein bisschen länger, dass man dann guckt, was ist da auch gewesen. Und dann gibt es eben eine Methode, dass man spürt, jetzt, wo sitzt das bei dir? Können wir das mal zeigen, wie es jetzt einfach aussehen würde? Oder hat das jetzt keinen Zweck, dass wir einfach mal sagen, also... Dass ich es an dir zeige zum Beispiel? Ja, oder wie, nur einfach, wie es aussieht, genau. Ja gut, also man arbeitet in der Regel im Stehen, kann aber auch im Sitzen und im Liegen arbeiten. Das macht hier jetzt wenig Sinn, das würden wir was im Stehen machen. Ja. Okay. Im Stehen deswegen, weil man da sehr leicht spürt, wenn Energien anfangen zu fließen, weil es ja viel über die Muskulatur auch geht. Das heißt, solange du sitzt, bist du ja muskulär entspannt, ja, wie im Stehen, und gleichzeitig geknickt. Und wenn man sich mit Meridianen und Energieverläufen auskennt, dann sind wir ja von oben nach unten ausgerichtet. Und da geht es im Stehen schneller, eine Energie ins Fließen zu bringen. Ja, das ist der erste Schritt. Dann schauen wir mal da einfach. Ja, kann man mal machen. Das heißt also, wir arbeiten mit den Händen. Ja, jetzt ist die Frage. Du kannst die Kamera, glaube ich, noch hochstellen, die vier. Ja. Ja. Jetzt kommen wir langsam ins Bild. So, wir arbeiten mit den Händen, da gibt es viele tolle Methoden auf dem Markt, Reiki, Jin-Jin-Jitsu, wie sie alle heißen, die arbeiten auch mit den Händen. Wir sind aber kein Kanal. Das heißt also, ich bin jetzt nicht der, der meine Energie laufen lässt, damit bei dir was passiert, sondern ich bin nur einer, der eine Verbindung herstellt. Dazu brauche ich meine Hände. Die Hände lege ich an, bringe zwei Punkte gut in deine Verbindung und dann höre ich auf zu denken. Das heißt also, ich lasse los. Und über das Loslassen fängt der Körper an, ja, Energien aufzunehmen, nicht meine, sondern aus dem Umfeld, und fängt diese Transformation an. Ja. Gut, das war jetzt die Kurzfassung, aber da weiß ich, dass man jetzt auch bestimmte Themen abfragen kann, dass man sagt, okay, erstmal hast du irgendwelche Blockaden oder irgendwelche Themen, wo du sagst, ich habe jetzt da oder da Schmerzen, aber dann kann man... Also verschiedene Sachen abfragen, wo kommt das jetzt her und womit hängt das zusammen? Also das war jetzt die einfache Variante, das Fenster aufmachen. Ja, genau. Ohne ein Thema, ohne eine Absicht, ohne irgendeine gezielte körperliche Region zum Beispiel anzugehen oder so. Aber nehmen wir mal spaßhalber an, es hätte jemand Hals-Nacken-Probleme. Mhm. Also er kann den Kopf nicht richtig drehen. Was sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Ja. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, man will die Energie hier hinlenken, also in den Nackenbereich. Mhm. So. Und wenn jetzt die Zuschauer vielleicht mal Interesse haben, sowas mitzumachen, können wir ja mal einen Spaß machen. Ja, jeder für sich legt mal eine Hand einfach in den Nacken. Ja, zu Hause jetzt hat. Ja, und ich von hier aus mache nichts anderes, als ich öffne. Ja, man kann die zweite Hand irgendwo am Körper auflegen. Fühlt mal in beide Hände hinein, dass ihr ein gutes Gefühl in den Händen habt. Und von hier aus sage ich jetzt einfach mal bewegen. So, und jetzt löst man die Hände. Und jetzt jeder für sich einfach mal gucken, ob sich hier oben was verändert hat.
In der Regel sind oftmals die Spannungen deutlich verändert. Ja, sollte jeder Zuschauer für sich, vielleicht, weiß nicht, geben die als Rückmeldung oder sowas bei euch? Ich denke, ja, die können sich ja mal melden. Das genau, der, was so hier schon bei der einfachen Geschichte eine Veränderung gespürt hat, einfach mal melden. Ja, weil das ist so ein klassisches Thema hier oben, wo viele ihren Stress haben, ihre Alltagsherausforderungen. Ist eine relativ einfache Geschichte, aber eine hochgradig wirkungsvolle. Weil hier im Zentrum, da oben, ja, wenn das blockiert ist, dann wird es schwierig zum Beispiel. Ja, für den Alltag meine ich es jetzt. Ja, und dann geht es natürlich weiter, hat, ja. Rückenprobleme, Bein oder Gelenk. Oder also Beweglichkeit in den Gelenken ist ein großes Problem, generell körperliche Schmerzen. Und da haben wir auch wunderschöne Sachen. Die meisten Leute, wenn es irgendwo wehtut, sind ja der Meinung, es ist was Körperliches. Und wenn wir dann hier drauf eine Energiewelle geben, wie wir sagen, und der Schmerz wandert oder ist weg, dann hat man relativ schnell einen Beweis dafür, dass es nichts Körperliches ist, weil sonst könnte er nicht wandern. Ja. Weil wenn der Bandscheibenvorfall ist lokal, der wandert nicht, ja, aber der Schmerz kann wandern und das ist in den meisten Fällen dann auch der Fall. Ist das wirklich so? Ja. Also Bandscheibenvorfall, da sagt man, da ist doch wirklich jetzt die Bandscheibe rausgerutscht. Ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, das liegt gar nicht an der herausgerutschten Bandscheibe? Also nicht immer, aber ganz oft. Ja. Also vor vielen Jahren wurde mal eine Studie gemacht mit über 60-Jährigen und man hat geschaut, wer von denen hat Bandscheibenvorfälle. Und dann hat man festgestellt, ganz viele haben Bandscheibenvorfälle, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber weit weniger hatten Schmerzen damit. Was wiederum heißt, ich gehe jetzt mit Rückenproblemen zum Arzt, der Arzt macht eine Röntgenaufnahme, sieht einen Bandscheibenvorfall oder eine Veränderung an der Wirbelsäule und sagt, das ist der Grund dafür. Ja. Ist aber oft nicht, okay. Ja, weil da sitzt ein Thema. Zum Beispiel sitzt im unteren Rücken so die Thematik Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für irgendetwas, wo ich vielleicht überhaupt keine Möglichkeiten habe, etwas zu verändern. Also ich bin im Betrieb, bin im mittleren Management, von oben runter kommt irgendetwas, was ich vertreten muss. Ich weiß genau, es funktioniert nicht, kann aber nichts machen, muss es nach unten hin weitergeben und steht zwischendrin und muss den Leuten auch noch erklären, wie gut es ist. Ja. Aber im Moment ist es ja so, dass man im Grunde uns die Verantwortung für die ganze Welt teilweise aufsetzt. Also, dass wir am Klimawandel schuld sind, weil wir einen Diesel fahren oder am Abgas, am Feinstaub oder was auch immer. Genau. Das heißt, wir haben heute das oftmals das Gefühl mit den ganzen Dingen, die wir ja über die Medien vorgesetzt bekommen, da müsste man doch was machen, wir können es aber nicht. Das heißt, ist das dann schon so, dass man da wirklich dann nachher da die Blockaden... Wenn wir uns die Schuld dafür zusprechen lassen, ja. Aber das ist ja jetzt immer wieder bei dem Thema der Selbstermächtigung. Inwieweit übernehme ich die Verantwortung dafür für etwas, wo ich überhaupt nichts kann zum Beispiel? Weil gerade weil du jetzt das Dieselfahren ansprichst, da müsste man einfach mal auf den Weltmeeren anfangen, diese ganzen Dieselschiffe mal umzurüsten, weil die sind die größten Luftverschmutzer gegenüber dem Pegel. Ein Schiff erzeugt so viel wie Millionen Autos. Genau, oder da gehen die Leute dann halt aufs Meer, aber riechen es nicht. Ja. Ja, aber weltweit werden Containerschiffe der größten Ordnung tagtäglich mit Millionen von Litern rausgepulvert und uns sagt man, wir müssen unseren Diesel sauber kriegen. Ja. Also das stimmt Verhältnis überhaupt nicht. Oder Strom sparen und die Lampen mal ausschalten und so, das ist völliger Quatsch. Ne? Also wir sind halt dann nicht in der Lage zu entscheiden, was ist richtig oder falsch, sondern wir kriegen gesagt, das ist richtig oder falsch. Ja. Und bei der Selbstermächtigung geht es mir zum Beispiel darum, dass jeder für sich erkennt, wie wichtig er ist, Punkt 1, wie viel Einfluss er für sich hat, sein Leben in die Hand zu nehmen, ohne immer in irgendeiner Form das zu machen, was andere von ihm verlangen. Und da kann man sich relativ gut freisprechen von Sachen, die aus der Familie kommen, also so alte Familien- oder Ahnengeschichte, aber auch das Thema in der Gesundheit. Wenn ich hergehe und übernehme die Verantwortung würde für mich, ich mache noch ein Beispiel von mir. Ich bin 75 das erste Mal mit meiner Gelenkgeschichte beim Arzt gewesen, bin dann bis 82 sechsmal schon operiert geworden und dann sagte ein Arzt zu mir, wenn es so weitergeht, sitze ich in absehbarer Zeit im Rollstuhl. Da war ich 29. Ja, super. Und ich bin heute froh, dass der das gesagt hat, weil er hat in mir eine Trotzreaktion bewirkt. Ja. Ein anderer lässt sich hängen. Ja. Bei mir war es richtig, ich brauchte so einen Spruch und habe dann gesagt, nee, mit mir nicht, das ist mein Leben. Und damit habe ich angefangen umzudenken. Also erstmal festzustellen, ich bin 24 Stunden im Körper, selbstverantwortlich und jeder gute Therapeut sieht mich in der Woche vielleicht 2x5 Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde, wenn er Manualtherapie macht. Aber letztendlich die Hauptzeit bin ich da.
Und damit habe ich angefangen, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen, mit meinen Gefühlen zu beschäftigen, mit den Dingen zu beschäftigen, die ich so alltagstauglich mache oder alltäglich mache und wo ich überhaupt nicht weiß, welche Auswirkungen hat das, was ich da tue. Und daraus entstand dann diese ganze, sagen wir mal, Erfahrung oder Wissensumsetzung, die wir heute in den Seminaren auch weitergeben. Weil mir geht's darum, bei allem, was wir tun, lernen selber wieder zu gehen. Ja. Lernen selber die Verantwortung zu tragen. Übernehmt für euch, für euer Leben die Verantwortung. Und da haben wir mit Matrix in Form eine so wunderbare Möglichkeit, selbst Klarheit zu kriegen. Und das kriegen wir auch über die Jahre jetzt von den Teilnehmern immer wieder gespiegelt, die uns dann irgendwann mal mitteilen, seit ich bei euch war, hat sich das verändert. Ich bin in einer anderen Beziehung, ich habe einen besseren Beruf, ich bin viel gesünder geworden, ich habe viel mehr Freude wieder am Leben und so weiter und so fort. Ja, also so ganz normale Dinge auch. Ja. Du hast eben den Arzt erwähnt, der gesagt hat, wenn du so weitermachst oder wenn es so weitergeht, dann passiert das und das. Das ist ja oftmals bei Diagnosen, dass die Leute dann auch noch fragen, bei Krebs oder so, ja, wie lange, die wollen dann genau wissen, ja, wie lange geben sie mir noch? Und dann, ja, das kann ich nicht sagen, ja, aber wie lange noch? Mhm. Ja, vielleicht noch ein halbes Jahr. Das heißt, die Leute wollen vom Arzt wissen, wie lange sie noch zu leben haben, weil sie glauben, dass der Arzt das besser weiß und dabei bin ich das doch vielleicht, der auf der Seelenebene ja letztlich auch entscheidet, wie lange ich noch zu leben habe. Und ich lasse mir doch nicht vom Arzt sagen, sie haben jetzt noch ein halbes Jahr zu leben oder 3 Jahre zu leben. Na gut, ich bin jetzt ein bisschen provokant, gerade was Medizin angeht. Ja. Wenn jemand, ich sag mal, medial veranlagt ist oder sich intuitiv mit den Sachen beschäftigt oder in irgendeiner Form vielleicht Felder lesen kann und Zukunftsperspektiven erläutert, dann heißt es in der Medizin Scharlatanerie. Ja. Das heißt, kann man nicht, geht nicht. Gleichzeitig macht die Medizin aber ganz oft, indem sie Vorhersagen macht. Ja. Ja? So wie bei mir, wenn es so weitergeht, sitze ich im Rollstuhl. Ja. Ja? Oder sie werden immer Schmerzen haben. Oder mit dem Krebs sind sie in 3 Monaten nicht mehr da. Und das ist nichts anderes wie auch Wahrsagerei, aus dem Kaffeesatz gelesen. Genau, ja. Und da macht die Medizin halt einen Fehler, sie rechnet linear. Sie geht also her und sagt, so ist Status quo und die Erfahrung sagt, so wird's. In der Quantenphysik ist aber nichts linear. Der Punkt beeinflusst den und der wiederum den und der wiederum den. Das heißt also, es ist ein Austausch, wie wenn ich verschiedene Stellräder habe, die ich aufeinander abstimmen muss, aber nicht linear. Und wenn ich heute hergehe und bin irgendwie erkrankt und ich ändere meine Gedanken oder mein Leben in eine andere Richtung, verändert sich alles. Ja. Und nicht mehr linear nach oben hin. Ja, und diesen Denkfehler macht man allgemein, auch in der Computertechnologie, da rechnet halt auch linear hoch und nicht im Verhältnis. Und ich behaupte aus eigener Erfahrung, solange wir leben, jeder für sich, haben wir die Chance, alles zu verändern. Egal wie die Situation jetzt ist. Ja. So wie sie jetzt ist, hat sie sich jeder selbst erschaffen. Unbewusst oder bewusst spielt keine Rolle. Und wenn ich akzeptieren kann, so wie es jetzt ist, habe ich alles gemacht, dann kann ich das akzeptieren und von jetzt an kann ich sagen, wie will ich es haben. In dem Moment, wo ich die Verantwortung übernehme und sage, so wie es jetzt ist, habe ich es mir selbst erschaffen, ja, habe ich keinen Schuldigen mehr. Ja. Habe ich keinen Schuldigen mehr, brauche ich nicht mehr irgendwo nachzukaddeln oder irgendwo was abzuladen oder aufzuarbeiten, sondern ich sage, okay, ab jetzt mache ich, wie ich es will. Und dann kann ich mich in die richtige Richtung bewegen und dann kann ich Kraft meiner Gedanken, Kraft meiner Gefühle, Kraft meines Handelns bestimmen, wo ich hin will. Und dieser Weg, der ist jetzt nicht den Weg, der so geht. Das ist also, sagen wir mal, das Abrupte, das sind meistens die Entladungen, wo die Leute einen Herzinfarkt kriegen, einen Schlaganfall kriegen, wo sie über Nacht oder innerhalb von wenigen Minuten ihr Leben wandeln müssen. Wenn ich es aber noch kontrollierter mache, dann kann man das so ein bisschen vergleichen mit so einem Containerschiff, das man Fahrt aufgenommen hat. Wir haben 30, 40, 50 Jahre lang Energie in eine Richtung gegeben. Ja. Wie du das kannst Taxi. Das jetzt nicht das Steuer rumreißen und auf einmal zack. Das geht nicht, sondern es ist ein Prozess. Ja. Aber ich fange an dem Prozess an und jetzt auf einmal verändert sich mein Leben und zwar gleitend. Ja. Und die Chance hat jeder. Er muss nur wissen, wo er hingucken muss für sich, also wo er hin will. Ja. Das klingt jetzt erstmal natürlich einfach. Letztlich wäre es das auch, aber wir haben natürlich alle unsere Zweifel, unsere Programme und deswegen hast du eben einige Methoden entwickelt, wie man damit arbeiten kann und du machst ja auch die Seminare und du weißt ja auch selber und ich weiß es, dass es eben nicht so
einmal ist, ja, sondern es sind viele kleine Dinge, die man irgendwo mal übernommen hat von irgendjemandem, irgendeinem Glaubenssatz oder wie gesagt aus Vorleben oder vom auch Vater in der Schwangerschaft abgeguckt, schon. Oder so, genau, ja. Wie geht ihr da jetzt ran, dass man dann bestimmte Themen abfragt und sagt, okay, wir gucken mal, war das da, war das da? Ich habe es ja ein bisschen gesehen. Also man guckt erstmal, dass man lernt so ein bisschen oder übt, so Energien zu spüren. Mhm. Das kann man zum Beispiel zwischen den Händen, dass man mal spürt. Ich erkläre es einfach mal schrittweise. Ja. Der einfachste Weg, die Zwei-Punkt-Methode zu erlernen, wenn man weiß, was man tut, ist, die rechte Hand wird von der linken Hirnhälfte angesteuert. Okay. Und die linke Hand von der rechten Hirnhälfte. Das heißt, wir sind bevorzugt entweder Links- oder Rechtshänder. Dementsprechend ist auch diese Hirnregion diejenige, die mehr wahrnimmt. Damit ich gut werde, muss ich jetzt erstmal meine Hirnhälften einigermaßen in Harmonie bringen. Mhm. Und das erreiche ich am einfachsten, indem ich in beiden Händen ein gutes Gefühl entwickle. Das heißt, indem ich zum Beispiel mir bewusst mal die Hand anschaue, Blickkontakt, kurz einen Reiz setze und dann hier. Und jetzt habe ich schon mal beide Hirnhälften aktiviert. Und wenn ich jetzt noch hergehe und den da mache, habe ich gleichzeitig beide Hirnhälften aktiviert. Das ist eine Basisübung, die ist gerade, wenn man ungeübt ist, etwas, wo man über mehrere Wochen immer wieder machen sollte. Ja, also dieses einfache Reiben, um einen Reiz zu setzen. Ja. Damit lernt mein Gehirn wieder, hier oben in Harmonie zu kommen und nicht verstandesorientiert linke Gehirnhälfte zum Beispiel im Vordergrund zu haben. Und der eigentliche Trick, den wir brauchen, ist, dass wir kurzzeitig eine Gedankenlücke brauchen. Also das heißt, nichts denken, mental loslassen. Und die Herausforderung ist die, wo die meisten Leute sagen, wie geht es? Ja. Und da gibt es zwei, drei Tricks. Der einfachste Trick ist, wenn ich loslassen will, ausatmen. Mhm. Das heißt, ich habe meine beiden Hände aktiviert, ja. Leg sie auf, fühle hinein, fühle also jetzt zum Beispiel unter meiner Hand, da ist ein Knopf, da ist eine Hemdkante, da ist warm, ja, und dann nehme ich die andere Hand, aha, da unten, da fühlt sich ein bisschen anders an, temperaturmäßig unterschiedlich. Ich habe jetzt beide Hände gefühlt. Ja. So. Und in dem Moment, wo ich beide Hände gut fühle, ja, mache ich, atme ich bewusst aus. Ja. Und dieser Moment reicht aus, um eine Gedankenlücke zu erzeugen. Und jetzt kommt ein Gesetz zum Tragen, ein universelles Gesetz zum Tragen, das sagt, höher schwingende Energien transformieren niedrig schwingende Energien oder verdichtete Energien. In dem Moment, wo ich mein Energiefeld öffne durch Nichtsdenken, fließt höher schwingende Energie ein, ich mache die Tür auf und jetzt wird es an den Stellen sofort transformiert, umgewandelt, indem die Verdichteten auf einmal höher schwingen. Mhm. Und dann hört ein Schmerz auf, dann ist eine Beweglichkeit besser, dann kriege ich andere Gedanken, dann kommt vielleicht auch mal eine Emotion hoch, eine alte Gestaude, eine Wut, eine Trauer, irgendetwas, was mich beschäftigt oder sowas. Und dann daran kann ich erkennen, aha, es arbeitet, es verändert sich was. Und diese Veränderung wiederum kann man auch einen schönen Vergleich machen. Ich habe einen Teich, Wasser ist relativ klar, und ich würde an einer Stelle einen Tropfen blaue Farbe reingeben. In dem Moment, wo ich die reingebe, sieht man den. Mhm. Warte ich aber ein paar Minuten bis eine Stunde, sieht man ihn nicht mehr. Würde ich es aber unter dem Mikroskop nehmen, würde ich sehen, das Blau ist überall. Ja. Energie ist genauso. Ich gebe hier Energie drauf, in dem Moment ist sie hier. Aber mein Energiefeld tauscht es interaktiv aus und mein ganzes System reagiert nach. Und verändert sich entsprechend. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich diese einfache Methode da mache, egal mit Schmerz oder ohne, und ich lasse gedanklich los, verändert sich in meinem Energiefeld etwas. Ja, und je öfters oder häufiger ich es mache, desto mehr und desto schneller und desto effektiver die Wirkung. Ihr habt jetzt verschiedene Methoden. Eines ist das der Energieportale. Mhm. Ich habe das so verstanden, oder ich würde es auch als Bild sagen, das ist so ein gewisser Algorithmus, also etwas, was sich schon, was eigentlich komplexer ist, aber ihr habt es so als ein Portal sozusagen eingerichtet, wo man jetzt sofort reingehen kann und da sind ganz komplexe Sachen drin. Ich sag mal hier, was weiß ich, habt ihr auch als Karten. Geborgenheit, allumfassende Geborgenheit, Verbindung zur Urmatrix, Verwirklichung zum Ich Bin und so weiter. Das klingt jetzt abstrakt, aber all diese Themen sind natürlich große Themen.
Ich könnte da jetzt Monate, Jahre lang an so einem Thema dran sitzen. Ihr habt das aber quasi schon mal als Algorithmus Ja. vorbereitet, dass man sagen kann, ich gehe jetzt da rein, verbinde das und dann passiert da schon sehr schnell was, ohne dass ich jetzt die ganzen Sachen, die ihr schon erarbeitet habt, da nochmal durcharbeiten muss oder wie? Ja, das muss man sich, da muss man ein bisschen Felddenken anstreben. Ja. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich einen Zugangscode habe, ein Wort, ein Name, eine Zahl, dann aktiviere ich ein damit verbundenes Energiefeld. Wenn ich ein Energieportal nehme, da ist zum Beispiel die Farbe Rot, dann ist Rot ein Zugangsfeld hinten dran, wo Qualitäten sind, ja, die über Rot abrufbar sind. Die Zahl 1, 2, 5, was auch immer, auch ein eigenes Energiefeld. Ein Symbol, was wir mit integriert haben, auch ein eigenes Energiefeld. Oder eine Absicht, eine Satzaussage, die da mit drin ist, auch wieder ein eigenes Energiefeld. Und jetzt kann ich mit jedem eigenen arbeiten. Ich kann also, es gibt ja die Numerologie genauso wie die Farbenlehre, da arbeiten die Leute gezielt mit dieser einen Qualität. Ja. Und wir sind hergegangen und haben verschiedene Qualitäten zu einem Feld kombiniert und dann über einen Zugangscode Energieportal 1 die Kraft automatisch alles gebündelt abgerufen. Und habe dann die Farbe Rot, das Symbol Punkt zum Beispiel, das Wort die Kraft, ja, die Selbstzentrierung, alles was da drinnen steht. Und jetzt, wenn ich dieses aktiviere mit einer Anbindung, Zwei-Punkt-Methode, dann rufe ich sofort diese Qualitäten ab und kann mein Thema ganz gezielt damit bearbeiten. Und das ist eigentlich die Einfachheit, die da hinten dran ist. Die Energieportale haben wir seit 2010 in unseren Kursen. Die gibt es auch nur von uns, die haben wir entwickelt. Und seit 2012 gibt es die Karten. Und jetzt muss man sich vorstellen, seit dieser Zeit arbeiten Tausende jeden Tag mit dieser Energiequalität. Und jetzt gibt es ein Energiegesetz. Und es sagt, dort wo ich hinschaue, dort ist meine Energie. Und dort wo meine Energie ist, es wächst. Was da für die Energieportale heißt, jedes Mal, wenn einer mit einem Energieportal arbeitet, kriegt es mehr Kraft. Und das hat sich im Laufe der Zeit jetzt so entwickelt, dass da Potenziale wachgerufen worden sind, die wir am Anfang für uns überhaupt noch nicht im Sinne hatten, weil wir gar nicht wussten, wie weit sich das entwickeln kann mit allem drumherum. Sodass heute auch Leute, die nicht wissen, was wir in den Kursen lehren, schon mit dieser Qualität arbeiten können. Zum Beispiel nimmt man ein Energieportal und stellt sein Wasser drauf. Ja. Dann hat man innerhalb von weniger Minuten die Qualität dieses Portals aufs Wasser übertragen und jetzt trinkt man das Wasser. Und wie könnte ich jetzt mit diesen Karten arbeiten? Das klingt ja so ein bisschen nach, ja, Karten legen. Könnte ich jetzt sagen, sozusagen per Zufall ziehe ich eine Karte und es ist im Grunde kein Zufall, weil... Nehmen wir mal an, gib mal die Karten. Nehmen wir an, du hast ein Thema, was dich beschäftigt. Ja. Irgendeins. Ja. So. Und das ist, machen jetzt manche, die dann so mitarbeiten. So. Und in dem Moment, ja, zu deinem Thema ziehst du jetzt einfach eine Karte. Ja. Das wäre eine der Varianten. Gut. So. Ja. Jetzt würde ich hergehen und würde sagen, entweder wenn du alleine arbeitest, du nimmst diese Qualität dieser Karte, diese Aussage, die dahinter steht und gibst dir darauf eine Anbindung oder Welle, wie wir sagen. Und damit machst du das sofort mit deinem Thema als interaktives Feld. Und dann findet Transformation statt. Da sind Sachen drin für die Zulassen von Freude, Fülle und Wohlstand, innerer Reichtum. Das kann ich nach Potenzialen an. Potenzial, genau. Und das kann man alles gebrauchen. Ja. Also man kann im Grunde auf verschiedene Arten rangehen. Man kann auch abfragen und sagen, welches Energieportal würde jetzt mir gerade... Also es gibt verschiedene Methoden, die man lernen kann. Diese Sachen sind im Grunde Werkzeuge. Ja. Und es ist aber etwas, wo du sagst, du bist jetzt nicht besonders begabt, jetzt das zu spüren, sondern man kann es trainieren, das kann jeder lernen. Ihr macht das in den Seminaren oder auch, wie lernt man das? Also zum einen haben wir mittlerweile verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel über die Grundkurse, Level 1 und so weiter, wo man das direkt in 2 Tageskursen lernen kann. Wir geben seit August 2015 auch Webinare, also Online-Seminare. Und da gibt es auch die Möglichkeit, die Sachen zu lernen, also die einfachen Methoden zu lernen. Die komplexen Sachen machen wir dann schon im Kurs, weil 2 Tage kann ich nicht mit 90 Minuten ersetzen in einem Webinar.
Und wir haben zum Beispiel die Grundzüge sind in den Büchern drin, die Grundzüge sind im Internet geschrieben, wie man die Zwei-Punkt-Methode umsetzen kann. Und darauf aufbauend tun wir dann das Ganze machen, zum Beispiel die Intuitionsschulen, damit man besser abrufen kann, damit man auch aus den Feldern der Person mitlesen kann, was für ein Problem steckt hinten dran. Und so kann man heute, wenn man ein bisschen geschult ist, relativ schnell, ganz schnell an die grundlegenden Themen herankommen. Ich sag mal, dieses kleine Büchlein ist wirklich was für Leute, auch die sich eigentlich nichts leisten können. 7,99 € sehe ich gerade. Ja. Da sind auch Abbildungen drin. Auch diese. Da sind ganz viele Sachen, Module drin, Anwendungsmöglichkeiten. Das ist als Handout gedacht, damit man überall, wenn man unterwegs ist, relativ schnell schauen kann, wie kann ich damit vorgehen, was kann ich damit umsetzen. Auch gedacht für Leute, die relativ wenig Erfahrung haben oder sowas, ja. Oder die einfach sagen, das ist so viel, was ich machen kann, das kann ich mir noch nicht alles im Kopf halten oder so. Ja, also aber der Wunsch ist ja im Grunde auch, dass wirklich das jeder selber machen kann, ja. Denn du könntest ja sagen, also ich verkaufe die Bücher teuer, gut, das ist ein bisschen dicker, klar, aber das ist eben der Wunsch, ja. Dass es jeder weit verbreitet kann, ja. Und nicht alle auch zu dir kommen können oder müssen, aber es kann jeder lernen. Ja, also wir selbst machen keine Einzelsitzungen, das mache ich vorneweg. Das okay. Heißt also einfach zeitlich nicht. Wir sind etwa 30 Wochenende mit Seminaren im Jahr beschäftigt, plus Webinare unter der Woche. Das heißt, da ist kein, ich bin jetzt im gewissen Alter, da will man auch mal Abstand haben, ja, auch ein bisschen Ruhe. Das heißt, zwischendrin mal Leerlauf, damit man sich wieder entspannen kann. Und deswegen haben wir die Grundzüge alle veröffentlicht. Also es muss zu uns keiner auf den Kurs kommen. Aber der sich angesprochen fühlt, will weitergehen. Mhm. Und dann hat er die Möglichkeit. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Ich sage mal, wie wir das erste Buch auf den Markt gebracht haben, dieses Buch, was du hier angesprochen hast, ist die Quintessenz von zwei Büchern. Ja. Es gab zwei Bücher, es gab ein Orangenes, das war das erste, und es gab das Blaue, das war das zweite, die habe ich geschrieben mit dem Dr. Schrieversmann. Ja. Und die beiden Bücher gibt es einzeln nur noch als Restposten. Und der Verlag war dann bereit zu sagen, wir machen ein Grundlagenwerk daraus, wo jetzt die Synergie beider Bücher drin ist, deswegen ist es etwas dicker. Und die ersten beiden Bücher hat jedes 14,99 € gekostet und das kostet jetzt 19,99 €. Das heißt also, das ist 10 € günstiger und man hat zwei Bücher. Und da ist schon alles drin, was ich umsetzen kann. Da sind viele praktische Anleitungen drin, wie ich die Zwei-Punkt-Methode für Kopfschmerz, für Knieschmerz, für Bauchschmerz und so weiter einsetzen kann, wo ich also schon mal mit mir arbeiten kann, ohne einen Kursbesuch zu haben zum Beispiel. Ja. Und das haben wir dann immer weitergeführt, damit möglichst viele Leute in den Kontakt kommen können. Und wir hoffen auch, dass sich das entsprechend weiter verbreitet, dass man erkennt, welche Möglichkeiten man hat, dass man nicht abhängig ist von allem. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich habe das ja erlebt, es ist hilfreich, wenn jemand da ist, der sich damit auskennt, weil ja. Ich müsste jetzt entweder das üben, würde dann auch zu Ergebnissen kommen. Ich weiß auch, dass da das eine oder andere auch passiert, aber eben nicht so, wie wenn jemand das macht, der das öfter macht. Gibt es bei euch jetzt welche, wo man sagen kann, die würden auch Leuten helfen? Ja, oder? Wir haben eine Internetseite, das ist matrix-inform.com, ja. Und da gibt es einen Bereich, Dings, das nennt sich Anwender. Und wenn man da drauf geht, findet man nach Postleitzahlen gelistet Anwender, die das anbieten. Da steht dann auch drin, ob sie Selbstanwendung, also die Selbstanwendung, die Fremdanwendung, die Fernanwendung, ganz wichtig. Geht auch. Geht auch, selbstverständlich. Das praktizieren wir zum Beispiel. Das ist das Angebot, was wir an Leute haben, die auch keine Kurse haben. Wir machen ein Online-Seminar, das nennt sich Zeit für Transformation. In der Zeit für Transformation aktivieren wir einen Heilungsraum. Das heißt, die Leute sitzen in der Schweiz, in Schweden, in Deutschland, irgendwo. Und wir haben ein gemeinsames Energiefeld, ein Heilungsraum. Und ich erläutere dann, wie die Leute das machen können, damit sie jetzt in die Qualität der Transformation kommen als Selbstanwendung, beziehungsweise in Kombination mit dem Heilungsraum. Und damit hat jeder die Möglichkeit, ich sage immer scherzhaft, einer bucht sich ein, holt die ganze Verwandtschaft hinten dran, dann sitzen da 10 Leute, ja, dann habt ihr einmal Kosten und alle 10 kommen in den Genuss der Heilung. Ja. Ja, und das ist eigentlich das, was wir wollen. Ja. Also es geht auch über die Ferne, finde ich interessant. Also das zeigt eben, Energien sind eben nicht ortsgebunden, sondern ich habe das ja mit dir auch gemacht, bevor du hergekommen bist, wir haben telefoniert und du hast auch gesagt, okay, guck mal da, und du hast dann reingespürt, hast auch bestimmte Sachen bei mir gesehen und da ist auch was passiert. Ich habe auch gemerkt, dass es funktioniert. Das zeigt ja im Grunde, die Energie ist
überall vorhanden oder man kann überall damit arbeiten? Ist relativ einfach. Wenn wir uns von der Denkweise der physischen Realität mal ein bisschen wegbewegen und sagen, das ist zwar die verdichtete Struktur, aber ich habe ein Energiefeld. Und wenn ich in die Quantenphysik gehe und da heißt es, alles ist mit allem verbunden, dann ist es wurscht, wo ich bin. Dann heißt es, ich habe die Möglichkeit, mit jemandem zu arbeiten, von hier aus, der zum Beispiel in Australien ist. Ja, also wenn wir Webinare machen, haben wir Teilnehmer in Malaysia, wir hatten schon auf Dubai welche dabei, wir hatten schon in Chile welche dabei. Das ist, Entfernung spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass man das Feld, das wir erzeugen, dass man da gut synchronisiert ist. Und das machen wir zu Beginn von solchen Veranstaltungen, also im Ding, dass wir die Leute erstmal energetisch öffnen, dann mit dem Feld verbinden und in dem Moment können die, egal wo sie sind, absolut in diese Energiequalität hineinkommen und sich dann mit ihren Themen beschäftigen und transformieren mit allem, was wir machen. Und das machen wir jetzt mittlerweile, wie gesagt, seit August 2015. Und am Anfang war ich selber skeptisch. Fernanwendung geht, da ist man aber eins zu eins. Jetzt auf einmal habe ich Leute, die irgendwo sitzen, ja, und es geht trotzdem. Und das haben wir erstmal getestet. Wir haben also erstmal so eine Testgruppe ins Leben gerufen und haben es ausprobiert. Und es war dann sowas von genial, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen. Ja, und seitdem machen wir das auch. Und so haben wir über diesen Weg auch jetzt wieder die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben nicht das Geld haben, zum Seminar zu kommen oder auch nicht vielleicht nicht fahren können oder so. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die zum Beispiel pflegende Angehörige oder kleine Kinder zu Hause oder selbst behindert oder was auch immer, die das jetzt mitnutzen können, ja, was für mich ein großes Anliegen war. Und ihr habt eben auch die kostenlosen Webinare, also es gibt welche, die muss man bezahlen, aber es gibt ja auch die freien. Und du hast angeboten, jetzt für unsere Bewusst-TV-Zuschauer ein kostenloses Webinar zu machen. Ich glaube, 10. Mai hatten wir gesagt. Wir haben den 10. Mai, das ist ein Mittwoch, ja, 10. Mai, 19.30 Uhr. Wir werden das jetzt, wenn wir dann die nächsten 2-3 Tage zu Hause sind, veröffentlichen. Das wird dann über die Firma EduDip gemacht. Das ist diese Veranstalter, der die Surfer hat mit allem drumherum. Und da kann man sich dann anmelden und kann dann kostenlos dran teilnehmen. Und ich weiß nicht, du brauchst den Link wahrscheinlich dann. Wir werden ihn unter die Sendung setzen bei Bewusst-TV. Genau. Es gibt natürlich Leute, die gucken unsere Sendung bei YouTube, finden, weiß nicht, ob der Link dann immer da auch übernommen wird, aber bei Bewusst-TV unter dieser Sendung, also wir haben ja eine Suchfunktion, kann man eben auch Quantenheilung jetzt zum Beispiel eingeben, wird die Sendung finden und unter dem Video dann den Link werden wir reinsetzen. Okay. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten eben entweder wirklich jemanden zu konsultieren oder Kurse mitzumachen, eine Ausbildung zu machen, dann kann man ja vielleicht das nachher auch anbieten, ist ja auch eine Gelegenheit vielleicht. Davon. Ja, genau. Aber es ist, erreicht eben auch die Leute, die sich wirklich nicht leisten können. Und wir haben ja das Problem, dass ganz viele Menschen, gerade auch spirituelle Menschen, ist das bei euch auch so, dass man das Gefühl hat, die haben oftmals wirklich Probleme mit Geld, weil sie irgendwo so einen Knoten haben, wo sie nicht rankommen? Ganz oft. Und ja, auch die alten Glaubenssätze, die sich dahinter verbergen, wenn ich spirituell bin, dann darf ich kein Materialist sein. Es funktioniert aber nur beides. Wir leben auf einer Erde, wir sind in der dritten Dimension, also in der Realität, groß und verdichtet. Und hier müssen wir uns im Prinzip so verhalten, dass wir überleben. Dazu brauchen wir in unserer Gesellschaft Geld für Miete, für Essen, für alles Mögliche. Also es gehört dazu. Und gleichzeitig geht es darum, spirituell zu sein, also angebunden zu sein. Es ist vollkommen losgelöst einer Religion, sondern es geht darum zu wissen, ich komme aus höheren Ebenen und bin hier verkörpert. Und wenn ich jetzt es schaffe, geerdet zu sein, in der Materie zu leben und zu fungieren, dann gehört Geld dazu. Gleichzeitig kann ich spirituell sein. Die Frage ist also immer, wie setze ich die Dinge ein? Ich kann mein Geld für gute Dinge einsetzen, ich kann sie für schlechte Dinge einsetzen. Mhm. Wie überall anders auch. Und gerade wenn man spirituell denkt, kriegt man sehr oft auch von der Kirche so mit eingebläut. Das steht ja schon so sinngemäß in der Bibel drin. Kein Reicher kommt durchs Nadelöhr. Ja, oder der reiche Jüngling, der alles verschenken soll. Und das wird dann verallgemeinert. Das waren aber individuelle Aussagen. Und es geht darum, jeder von uns hat das Recht, Geld zu verdienen. Er darf sich nur nicht selber im Weg stehen. Und viele spirituelle Menschen stehen sich im Weg. Und das zu erkennen, dass wir
mit riesigen Geldströmen konfrontiert werden und wir uns selber davon ausgrenzen oder Widerstände aufbauen, die zu lösen, ist ein Riesenthema. Also, und da machen wir ja auch solche Sachen im Hintergrund, dass man sagt, okay, du hast das Recht, Geld zu bekommen und Geld zu verdienen und dich dafür nicht unbedingt verkaufen zu müssen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Liebesdinge. Da sind ähnliche Programme, wo wir uns selber blockieren und irgendwie nicht weiterkommen. Genau. Und zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage. Siehst du eine Entwicklung, die in eine positive Richtung geht? Wir können natürlich einerseits individuell sehen, wir können an uns arbeiten, bewusst werden und dann viele Dinge auflösen, die auch aus vielen Vorleben sind. Gilt das auch für die Menschheit? Kann man sagen, irgendwie im Moment ist ein Prozess für die Menschheit, wo viele Dinge heute gesehen werden, die vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren noch gar nicht die Leute auf dem Schirm hatten. Sind die Menschen heute offener? Entwickelt sich da was in eine gute Richtung? Also wir selber bewegen uns viele Jahre schon auf dem Sektor. Ich habe angefangen etwa Mitte der 80er, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und wenn man damals etwas von Esoterik und Spiritualität erzählt, dann war man sowieso der Spinner. Mhm. Und wie wir jetzt angefangen haben, 2008 die ersten Seminare in diese Richtung zu geben, hatten wir ein komplett anderes, ich sag mal, Publikum in den Seminaren sitzen. Leute, die eh schon auf der Suche waren, die also sich auch schon mit vielen anderen Themen auseinandergesetzt hatten. Und wenn wir heute seit etwa 3 Jahren, merken wir es ganz deutlich, haben wir ganz normale Menschen bei uns. Also normal bezeichne ich jetzt jemanden, der noch nie sich vorher groß mit spirituellen Themen auseinandergesetzt hat, der einfach auf der Suche ist, weil er spürt, da muss es mehr geben. Ja. Das ist noch bei weitem nicht die breite Bevölkerung, sondern das sind im Prinzip immer noch, wenn man so will, Randerscheinungen, aber doch schon in einer tieferen Struktur. Das macht uns eigentlich Freude, weil wir damit sehen, wir kommen in Kreise hinein, wo man nicht gleich der Spinner ist, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Und wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende gerade ein Level 1, also das erste Grundlagenseminar. Und da habe ich mal gefragt, wer von den anwesenden Teilnehmern denn auf Empfehlung kommt. Mhm. Und das waren dann etwa 2/3 der anwesenden Teilnehmer. Und Empfehlung heißt ja in dem Moment, man redet in der Familie drüber, man redet im Freundeskreis, am Arbeitsplatz drüber. Und es war vor Jahren noch undenkbar. Da hätten die Leute gesagt, ach komm, du mit deinem esoterischen Zeug und heute erzähl mal. Ja. Also schon eine Tendenz. Und du hast ja eben vorhin auch gesagt, wo ich die Energie und die Aufmerksamkeit hingehe, dass die Energie wächst, könnte es also auch sein, dass die Menschheit sozusagen durchaus jetzt das Potenzial hat, je mehr Menschen jetzt ihre Energie da reingeben in diese Gedanken, dass sich das dann auch ausweitet? Ja, ich habe zum Beispiel eins. In den ersten Jahren, das kann ich zu Hause niemandem erzählen. Mhm. Was ich hier erlebt habe, das geht gar nicht. Ja. Mittlerweile sage ich auch zu den Teilnehmern, wenn sie so, wie soll ich das sagen, das sage ich zu den Teilnehmern, schaut mal, die anderen, die keine Ahnung von irgendetwas haben, die erzählen doch auch, was sie machen wie sie im Leben gehen. Und wenn wir es uns nicht trauen zu sagen, was wir für gut und richtig halten, dann grenzen wir uns aus, beziehungsweise stellen unser eigenes Wissen, unsere Erfahrung und das, was wir erlebt haben, hinten an. Und das kann es nicht sein. Wenn wir Entwicklung haben wollen, müssen wir drüber sprechen. Wenn wir Entwicklung haben wollen, müssen wir uns austauschen. Und in dem Moment passiert etwas. Dann heißt das noch nicht, dass ich jemanden überzeugen muss. Das hat jedem seine eigene Richtung. Ja. Aber ich kann sagen, ich habe das erlebt. Für mich ist es stimmig. Ob es für dich stimmig ist, musst du selber rausfinden. Und genau darum geht's, dass wir einfach drüber reden, über die Sachen, die wir erfahren, und dann öffnen sich die Felder noch weiter. Ja, und man kann heute über Sachen reden, da hätte man vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren... Ging nicht. Das heißt, die Menschen sind heute offener. Das ist eine schöne Entwicklung. Ja. Und das alles trägt dazu bei. Und jeder, der sich selber in sich Sachen auflöst, der löst ja auch für ganz viele andere auch Dinge auf. Das heißt, es sind ja Bindungen mit Leuten aus Vorleben oder aus Bindungen in der Familie, wo man dann etwas auflöst. Dann ist der andere ja sozusagen auch frei vielleicht von einer Bindung geworden. Das heißt, man macht eine Arbeit für sich selber und bewirkt etwas, was noch sehr viel weiter wirkt. Ein Beispiel noch, wenn ich jetzt mal was Religiöse, wenn ich Christ bin und ich befreie mich von den Sachen, die nicht zum Christentum gehören, dann bin ich bei mir geklärt und da ich aber Christ bin, auch im Christenfeld. Und dann verändert sich von mir aus auch das Christenfeld. Und wenn sich viele Christen von diesen angstmachenden, dogmatischen Themen lösen, dann kriegen wir ein freies Christenfeld. Das Gleiche gilt für alles andere auch. In dem Moment, wo ich, das heißt ja so oft, ich bin so klein, ich kann nichts ändern.
Es ist genau umgekehrt. Ich muss es bei mir ändern, damit sich mein Umfeld verändert und von dort aus verändert sich dann die Energiefelder bis zum Kollektiv hin, also bis zu allen Menschen hin. Und es sind immer, ich sage, am Anfang sind es immer die Spinner, die beginnen, ja, und die dann aber die Veränderung einleiten, die dann irgendwann übernommen wird von der breiten Masse, bis es letztendlich dann zum Allgemeingut wird. Und wir befinden uns heute ein bisschen weiter, als dass wir noch Spinner sind. die Felder öffnen sich. Ja. Wunderbar. Und es trägt viel dazu bei. Und jeder fängt bei sich selber an. Selbstermächtigung ist das Thema. Ja. Man kann sehr viel für sich selber machen, aber eben auch für die gesamte Welt. Ich danke dir für deine Arbeit und die Einblicke und die Möglichkeiten, eben die vielfältigen Möglichkeiten, auch wenn man wirklich Geldprobleme hat, die man sich selber erschaffen hat, da dran zu kommen. Vielen Dank, Günther Hede. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Dankeschön.